Es ist mega kalt und meine Haare sind auch mega nass. Es ist genau das Wetter, was war, als ich und Flo in Dresden waren. Und es ist genauso kalt und ekelhaft, es ist einfach nur schön. Aber ich muss zum Glück keine 2 Stunden auf eine Straßenbahn warten. Sondern wenn ich Glück habe, kommt Timo da gerade angefahren. Okay, das war gerade nicht Timo, aber naja, egal. Müsste gleich kommen. Jedenfalls habe ich jetzt mit Timo etwas vor, was ich heute eigentlich mit Waldemar vorhatte. Aber da er leider keine Zeit hatte, ja, habe ich Timo als Zweitwahl genommen. Kommt er da? Nein, ich denke nicht. Das ist er nicht. Aber da biegt noch ein Auto ab. Ist er das? Oder habe ich was verpasst? Das ist er auch nicht. Oh, scheiße, Mann. Oder ist er das? Nein, 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 das ist sogar. Alter, ja, Junge. Naja, er hat mich jetzt abgeholt. Wir sind in der City. Ja. Ich bin wieder absolut voll. Wir sitzen jetzt hier schon seit mehr als 2 Stunden. Das ist noch der Teller vom Nachtisch und die Schüssel. Gab's leckeres Eis. Und Timo ist jetzt gerade am Bezahlen, weil, ja, einfach niemand mehr kommt. Hier ist das Buffet. Absolut beschlagene Scheibe. Oder was los? Oder was los? Ha haben die hinten uns zugeparkt oder was ist da los? Absolut, Digga. Scheiße, Mann. Oh, Junge! Kann man nur so achtlos mit seinem Geld umgehen, ey. Was? Mit seinem Geld umgehen, so achtlos, ey. Ein wunderschönes Bild. Digga, meine Mom. Was ich gerade mache, ich chill bei Timo. Meine Augen rot, aber hab den ganzen Tag rumgeharzt, bis ich Timo mag.